Zeitgenössische Kunst zu verstehen, das ist eine Sache für sich. Im Seewerk in Mörskapellen hat man aktuell die Möglichkeit, bei der Jahresausstellung den Blick auf junge, ausdrucksstarke Kunstwerke zu werfen. Das Besondere dieser Ausstellung ist unter anderem, dass die Künstler selbst hier über die Hängung und das Arrangement ihrer Werke entscheiden dürfen. Einer von diesen Künstlern ist Kai Savelsberg. Sein Leitthema ist der Mensch. Wenn man sich mit Menschen beschäftigt als Künstler, dann kann man auch nur auf die eigenen Gefühle zurückgreifen, auf die eigenen Erfahrungen. Die spiegeln sich in den Bildern, aber ich glaube, dass ich dann das noch so weit offen lasse, diese Geschichten da drin, dass sich jeder, glaube ich, da dem einen oder anderen auch wiederfinden kann. Und das muss dann jeder auch selber hier rausfinden. Um Menschen geht es auch beim Kunstwerk von Anatol Herzfeld und Frank Merks. Und zwar um die Menschen, die jahrzehntelang unter Tage gearbeitet haben. Um das Andenken an die Malocher aufrechtzuhalten, bauen sie einen gut 4 Meter hohen Bergmann. Ihre Darstellungsform haben die Bildhauer dabei bewusst gewählt. Normalerweise stellen sie den Bergmann immer da. Der hinten steht der Bergdirektor, aufgeblasen wie ein Truthahn und gibt auch noch mal einen kleinen Wink. Und dann kommt der Steiger, dann singen sie alle noch, der Steiger kommt. Aber der Bergmann, der Malocher heißt das, nicht? Der unten kloppt, nicht? Der wird immer so, das Gesicht sieht man nicht. Dabei haben die unheimlich schöne Gesichter. Das schöne Gesicht des Stahlbergmanns lässt sich noch nicht erkennen. Bislang steht dafür nur ein Grundgerüst. Mit der Statue wollen sie auf die oft unterschätzte Arbeit im Bergbau aufmerksam machen. Das Absteigen in den Schacht ist für sie die Leidensform eines Menschen. Das heißt nicht, als wenn sie durch einen Tunnel fahren. Sie haben Millionen Tonnen über sich. Anderen Druck, andere Luft. Und dann mitten in diesem Gestein unten, was Milliarden Jahre alt ist, hacken sie gepressten Kohlenstoff heraus, also die Kohle, die wir oben zum Verbrennen haben. Neben übergroßen Bergmännern gibt es in der Industriekulisse noch mit Geschenkbändern versehene Fassaden zu sehen, Stühle, die existenzielle Fragen an den Betrachter stellen und Torsi, die nicht wie gewohnt auf Podesten stehen, sondern zu Füßen der Besucher in Sand gebettet sind. Das Seewerk zeigt damit eine ausgefallene Mischung Kunst, die drinnen und draußen und verteilt auf verschiedene Häuser zum Betrachten einlädt.